Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, wir sind mal nicht in meinem Keller, denn wir starten heute die neue Folge, die ihr euch gewünscht habt. Oder besser gesagt die neue Serie, nämlich Baustellen-Equipment. Ich fand es toll, dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr da abgestimmt habt. Ich habe vielleicht schon gedacht, da kommt gar nichts mehr, aber ich habe natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit gebraucht. Ihr habt im letzten Video gesehen, das war das Thema mit den Baggern und dem Baggerstuhl, wo ich auf meinem nicht mehr existenten Parcours saß. Jetzt, wenn ich dieses Video mache, ist es so, der Parcours ist schon aufgelöst. Und wenn ihr es jetzt gleich, glaube ich, am ersten Tag schaut, müsst mal reingucken. Es kann sein, dass die Auktion für die Fahrzeuge tatsächlich noch aktiv ist. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall das unten mal verlinken. Wenn ihr das später seht, dann ist es schon vorbei. Wir wollen anfangen, allererster Teil mit unserem Baustellen-Equip. Also ich habe so eine Liste mit Sachen, die ich mit euch machen möchte. Ist ganz toll, wird super, habe ich auch richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich habe schon einiges vorbereitet, habe auch schon einiges gemacht, ein paar Sachen angefangen. Ich mache dazu ja so ein bisschen parallel, filme das mit und stelle euch das dann einfach nacheinander vor, wenn es dann fertig ist. Part 1. Betonteile. Ich habe ganz fleißig Betonteile gegossen. Und zwar stellt mein Kumpel die her. Also wir haben ganz tolle Formen, die zeige ich euch nachher gleich. Und da habe ich schon fleißig für euch Betonteile gegossen. Und wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ist natürlich super. Wir machen jetzt eine ganze Serie mit Baustellenausstattung und Baustellen-Equip. Ich habe gar keinen Parcours mehr. Ja? Also ein Teil geht an Kunden, ein Teil werde ich auf einem anderen Parcours verteilen, vom Sigi vielleicht. Und ein Teil werde ich immer, wenn das Video online geht, zur Auktion einstellen. Dann habt ihr die Chance, das, was ich jetzt hier im Video zeige, für ein Appel und ein Ei im Endeffekt zu ersteigern, direkt mit einem kleinen Goodie. Ich gebe euch natürlich noch ein Gimmick mit dazu von mir. Der Glückliche, der das dann ersteigert. Wie gesagt, ich brauche es selber nicht. Vielleicht behalte ich 2, 3 Steine dann am Ende für Videos etc. als Deko. Aber jetzt für einen Parcours brauche ich keine 30, 40, 50 Steine. Ja, ganz klar. Wie viele Steine das dann sind, das seht ihr dann in dem jeweiligen Angebot. Ja. Ich verlinke euch auch das unten. Das heißt, wir starten jetzt mit den Abtrennern hier. Das ist der Fahrbahnabtrenner. Sind super, das heißt, die gibt es hier einmal in gerade und einmal in schräg für Anfang und Ende. Ist der gleiche, ja, kein Unterschied. Die schauen übrigens auf beiden Seiten gleich aus. Ja. Das so viel dazu. Sind gegossen. Ich muss mal ein bisschen spicken, ich muss gerade mal gucken. Die geraden wiegen etwa 700 Gramm. Und die schrägen wiegen ein bisschen weniger, 520 Gramm, also sind relativ schwer. Und was eigentlich an denen genial ist, bis auf das, dass sie aus Beton gegossen sind, dass die Originalgeometrie nachgebildet ist. Die Originalgeometrie hatte nämlich, oder hat hier einen ganz bestimmten Zweck, nämlich die Energie von einem aufprallenden Fahrzeug nach oben und weg zu lenken. Ja? Zumindest steht das so bei den Dingern dabei. Und deswegen... Die Geometrie ist die gleiche und ich spiele euch jetzt mal ein paar Sekunden Video ein, wo ich hier mit dem MAN mal das demonstriere. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist eigentlich das, wenn ihr die auf dem Parcours habt und ihr habt richtig schöne Fahrzeuge, also ich sage jetzt mal nicht die tiefer gelegten Straßenteile, sondern normale Baustellen-LKWs, dann ist es so, dass der Reifen hier hinkommt und dann wird das ganze Modell zur Seite geneigt und nach oben gedrückt. Das heißt, einmal verteilt sich natürlich die Kraft, nicht zur Seite, sondern nach oben. Und das zweite ist, der Lack wird geschützt. Also wenn ich jetzt hier dagegen fahre, dann komme ich mit dem Lack nicht hin. Natürlich, wenn ich jetzt volle Möhre dagegen donner mit der Stoßstange, ist es halt so. Ja. Aber wenn ich hier einfach ein bisschen Fahrfehler mache, dann komme ich erstmal mit dem Reifen an die Seite und dann drückt es mich nach oben. Und ich verscharre mir nicht gleich die ganze Seite, wie wenn ich jetzt hier so einen eckigen Kasten hinstellen würde. Okay.
eckiger Kasten hier, zum Beispiel solche Systembausteine, wenn ich sowas natürlich hier als Fahrbahnbegrenzung hinstelle und ich schramme da dagegen, dann ist der Lack ab. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wie gesagt, das ist super, ich finde das klasse, ich finde das richtig toll, dass das so funktioniert. Durch diese 700 bzw. 500 Gramm sind die auch echt schwer, haben eine große Auflagefläche unten und halten dementsprechend auch gut. Dann sind für den Gabelstapler hier die Teile mit dabei. Das heißt, ihr könnt hier schön mit dem Gabelstapler die Sachen hin und her fahren. Der Gabelstapler ist nicht ausgebaut oder irgendwas, der wiegt natürlich auch nichts. Das heißt, wenn ich hier vorne natürlich 500 Gramm drauf packe, dann würde der jetzt hier Männchen machen. Aber wenn ihr eine Gabel, einen Gabelstapler, Teleskoplader, Manitou zum Beispiel, kann das natürlich auch. Oder jetzt für einen Bagger so eine Palettengabel vorne dran habt, ist das super. Dann könnt ihr die direkt stellen, einwandfrei. Genauso soll das sein. Finde ich klasse und ist absolut ein Highlight natürlich auf der Baustelle. Man hat mal wieder ein bisschen was anderes zu tun. Ja? Wenn die Straße fertig gebaut ist, kann man gleich so eine Begrenzung setzen. Genau. Dafür gibt es die Formeln. Ich gucke gerade mal hier, die schauen dann so aus. Die sind jetzt in Rot. Die Farbe ist da völlig wurscht. Die lassen sich immer gleich gießen. Dem Beton ist das völlig latte, welche Farbe die Gussform hat. Ist dreiteilig, hat noch einen Boden damit dabei. Der ist irgendwo da drin. Wie wir das gießen, zeige ich euch nachher. Wie gesagt, die Formel kriegt ihr bei meinem Kumpel. Ich habe dafür auf meiner Seite einen Artikel eingestellt für 1 Euro. Der kostet natürlich nichts, der wird nicht berechnet, aber wenn ihr euch eintragt und mir den schickt, dann schicke ich das weiter und ihr kriegt dann Preisliste und so weiter. Und was natürlich auch alles an Teilen gibt und wie die ausschaut und so weiter und so weiter. Also, erstes Teil, Fahrbahnabtrenner. Werden jetzt in die Auktion eingestellt bei eBay, könnt ihr nachschauen, da ist dann mit dabei die Form und ein paar von denen hier und eben die Schrägen mit dabei, je nachdem was ich halt jetzt noch gieße. Als nächstes haben wir hier die L-Winkelstützen als Verbauwände, ist auch super, ist absolut klasse, auch wenn man irgendwie so einen Bunker nochmal machen will, wo man den Kies sortiert und so, und habe ich jetzt hier einmal wunderschön diese L-Winkel als gerade Stücke und einmal als links und einmal als rechts. Und die sind genauso gegossen. Das heißt, wir haben hier 3 Formen, gerade, links und rechts. Und also ich gieße alles mit einer einzigen Form und habe das jetzt auf ein paar Tage natürlich im Vorlauf gemacht. Wenn ihr da natürlich schneller sein wollt, kauft euch so ein Set, da sind dann 5 Gussformen mit dabei, da geht es ratzefatze, dass ihr die da gießt. Ich muss gerade gucken, einer wiegt die Geraden, die wiegen knappe 370 Gramm. Und wie gesagt, also vom Guss her, das ist so ein Quick-Ruckzuck-Quick-Beton-Gartenbauzeug, der ist nicht gesiebt oder irgendwas und so kommen die Dinger aus der Gussform. Und da muss ich sagen, astrein, also gefällt mir sehr gut. Und ich finde das Tolle ja eigentlich an den Betonteilen immer, dass ich für schmales Geld wahnsinnig viele Teile machen könnte. Ihr müsst euch einmal die Gussformen kaufen, die kosten auch nicht viel. Aber dann kaufe ich mir so einen Sack Beton und hau den da in so Gussformen rein und kriege aber echt was für den Parcours. Ja, also ich muss jetzt nicht pro Winkelstütze irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Euro zahlen, sondern ich kriege was, die sind schwer und kann ich super arbeiten mit. Ja? Und wie gesagt, ich kriege halt viel auf kurze Zeit und für schmales Geld. Jawohl, also das wären die Winkelstützen. Wie gesagt, da gibt es dann solche Formen hier. Seht ihr nachher im Video noch genauer, wenn wir die gießen. Und da ist auch alles mit dabei. Dann als drittes haben wir hier die Systemsteine. Die habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen. Schauen aus wie bekannte dänische, norwegische, schwedische, nordländische Plastikbauklötze und Noppensteine heutzutage. Ja, die greifen halt ineinander, sind dadurch fest. Ja, man kann die also auch über Winkel stellen und so weiter. Kommen super raus, haben halt eine Gussseite, die nicht ganz so schön ist. Ich zeige euch das nachher im Video, wie wir die machen. Und ja, die lassen sich super stapeln. Ich finde die klasse. Hat eigentlich auch auf jede Baustelle. Man kann eben auch so Bunker bauen, wo man dann den Kies reinsortiert. Staubt. Wo man den Kies schön reinsortieren kann. Solche Sachen. Also bietet sich auf jeden Fall an. Da wiegt einer, ich habe das glaube ich auch irgendwo, 540 Gramm. Wiegt übrigens so ein Knopf.
Ist also relativ schwer. Das heißt, bei 10 Klötzen sind wir schon bei 5,5 Kilo etwa, was wir hier auf die Waage bringen. Gell? Ist aber auch zum Beladen natürlich hervorragend. Wenn ihr einen Tiefenlader habt oder einen LKW, ist das perfekt. Habt ihr gleich Ladegut mit dabei. Gell? Ja, das wären die drei Sachen. Wie gesagt, auch dafür gibt es Schablonen. Ich guck da mal. So. Genau. Das ist jetzt mal der erste Part. Wie gesagt, alle drei Sets gibt es einzeln jetzt als Auktion, denn wie gesagt, ich brauche es nicht, ich habe keinen Parcours mehr, deswegen werde ich das alles hier direkt einstellen. Startgebot werde ich 1 Euro machen, ich will da keinen Preis irgendwie festsetzen, deswegen, ja. Was mich richtig freut, also ich freue mich auf die nächsten Folgen, denn wir werden das auch weiterhin so halten, dass wir ein paar Sachen machen, ich stelle euch das vor dann, und dann wie wir das machen. Hier hinten neben mir, weil es die Frage kommt, spoilert schon mal etwas, was auf jeden Fall auch noch kommt, vor sich hin. Wie wir die bauen und wie sie dann am Ende funktioniert, das sehen wir dann. Ich habe, wie gesagt, noch ganz, ganz viele andere Sachen auf dem Schirm, wird einige Teile geben und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid. Ja? Und wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr das feiert, lasst einen Gefällt mir da und wenn ihr auf Abonnieren drückt, dann und die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Video online geht. Denn wenn ihr wirklich wollt und die Auktionen mitmachen wollt und da vielleicht hier einen Schnapper machen wollt, dann solltet ihr das natürlich relativ zeitnah zu dem Video machen. So ist es. Genau. Ich räume das ganze Zeug weg und jetzt zeige ich euch, wie ich diese Betonsteine hier gieße und wie das mit den Formen funktioniert und so weiter und so fort. Das seht ihr jetzt alles im Anschluss. Viel Spaß! So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und ihr seht, ich habe ja schon ein bisschen was vorgegossen. Ich habe euch die Teile ja mit Sicherheit im nächsten Video gezeigt haben werden. Die Reihenfolge der Videos ist hier ein bisschen anders geschnitten. Deswegen, wir wollen aber jetzt diese Klötze hier hinten alle gießen. Das heißt, ich habe hier eine Form für die Systemsteine, die man einfach schön zusammenstecken kann. Ich kann hier dann meine Mauer bauen und die greifen schön ineinander, dass das alles gut hält. Da habe ich einmal eine Form. Dann habe ich hier die Form für die Betontrenner. Das sind dann diese hier in gerade, die Fahrbahnabgrenzungen und einmal in schräg. Und von der Qualität her muss ich sagen, sind die super. Das ist jetzt übrigens alles so ein Ruckzuck-Gartenbaubeton, den ich hier verwende. Den habe ich hier auch schon mal hergerichtet. Ich werde nachher nochmal während dem Video mit Sicherheit weglaufen und nochmal Nachschub holen. Denn egal wie oft ich das mache und egal wie oft ich diese Formen gieße, ich habe immer ein bisschen zu wenig Beton im Eimer. Ist einfach so. Aber lieber hole ich nochmal nach, als dass ich danach irgendwie so einen halben Kübel wegschütten muss. Denn ich habe nicht mehr Formen. Also wie gesagt, wir haben die hier, wir haben diese Fahrbahnbegrenzungen in Beton. Die sind auch wunderbar schwer. Dann haben wir die in schräg. Und wir haben hier hinten diese wunderschönen Betonwinkel als Stützwände. Ja, also auch da muss ich sagen, weiß nicht, ob der Fokus das so weit einfängt. Das ist wie gesagt alles dieser Ruckzuck-Gartenbaubeton. Funktioniert einwandfrei. Ja, die Dinger haben wir hier auch nochmal mit Winkel, damit wir hier eine Ecke hinbekommen. Aber habe ich euch mit Sicherheit schon gezeigt. Haben werden. Ich weiß gar nicht, welche Zukunft oder Vergangenheitsform ich jetzt hier richtig verwenden soll. Das sind die ganzen Formen, die wir dabei haben. Und was vorneweg ist, und ich kann es gar nicht genug betonen, nehmt Trennmittel. Und was habe ich zu den Formen also hergerichtet? Ich habe mir eine Dose WD-40 geholt. Ihr könnt aber auch was anderes nehmen. Ich habe am Anfang mal das hier in der Hand gehabt. Multiöl-Hybrid. Funktioniert genauso. Ihr könnt tatsächlich auch einfaches Salat- oder Speiseöl nehmen. Das funktioniert auch. Allerdings hinterlässt es teilweise, je nachdem was ihr da nehmt, Rückstände auf dem Beton und schaut nicht ganz so toll aus. Ich muss gerade gucken, eins der ersten Güsse war, glaube ich, dieses hier. Man sieht, das ist deutlich heller als schon das andere. Das trocknet also noch nach. Die werden also immer, immer heller, bis die ganz ausgetrocknet sind. Das ist jetzt der frischste, der ist noch echt dunkel. Genau, also ihr müsst auf jeden Fall ein Trennmittel drauf tun, sonst habt ihr keinen Spaß. Und was ich nach jedem Guss mache, ist die Steckverbindungen einmal sauber machen. Ansonsten nichts.
Ich zeige euch das mal gerade hier an dieser Platte. Das heißt, ich gehe hier einmal mit dem Schraubenzieher hier die Kanten ab. Und dann nehme ich wirklich einfach so einen Schraubenzieher und fahre hier einmal so grob die Kanten drüber, damit das, wo ich nachher die Form zusammenstecke, gut passt. Den Rest mache ich nur grob sauber. Da reicht es, wenn es keine Brocken dran sind oder keine Nasen oder irgendwas, was eigentlich auch nicht sein sollte, natürlich, durch das, dass ihr Trennmittel benutzt. Aber ihr werdet merken, je mehr ihr die Formen benutzt, desto besser funktioniert das später auch zum Auseinandermachen. Denn diese feine Betonpatina, die hier drauf ist, die trennt das Ganze nochmal. Das heißt, am Anfang haben die, auch wenn der Guss, der Druck super fein ist, ich zeige euch den mal hier vielleicht, also dieser Druck ist wahnsinnig fein, also da gibt es gar nichts, aber es hat natürlich diese leichten Rillen immer von einem 3D-Drucker, ja, das heißt, wir haben immer ein bisschen Struktur und am Anfang ist es natürlich so, dass sich in diese Struktur natürlich der Beton mit festsetzt und durch diese erhöhte Oberfläche, einfach weil ich ja eine Struktur habe, habe ich einfach mehr Oberfläche, geht das ein bisschen schwerer auseinander. Nach ein, zwei, dreimal Gießen ist es so, dass sich ja diese Patina das komplett verschließt. Das heißt, ich habe hier wirklich eine spiegelglatte Oberfläche. Und das hier ist jetzt nicht so, dass das rau ist, sondern das hat einfach nur das, was rau war, nochmal verschlossen. Ja? Und von dem her geht es natürlich dann nochmal besser auseinander. Also hier bei dem ist es so, das sind diese Systemsteine. Da sind zum Beispiel hier diese Löcher drin für die Nasen oben. Und das geht immer besser. Also mittlerweile ist es so, jetzt nach drei, ich habe aber zwei, drei gehabt, wo mir zerbröselt sind, weil ich zu schnell war. Ich glaube, das ist jetzt der vierte oder fünfte Guss aktuell. Das geht einfach so auseinander. Also da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Ich brauche es auch nicht mehr rumfuddeln oder sowas, sondern die gehen einfach raus, fertig. Die fallen sozusagen quasi selber aus der Form. Und funktioniert super. Deswegen lasse ich das bisschen Patina dran. Gibt auch, wie gesagt, auch so die Steine, die sind super, super glatt. Also, man sieht es. Das ist die Gussseite übrigens, die andere Seite, die oben ist dann. Die kann man natürlich auch nochmal, wenn man die rausholt, einmal glatt streichen. Und so schauen die Steine hier unten aus. Also auch da hervorragend. So. Genau, also ich schmutze jetzt alles einmal mit dem WD-40 ein. Wie gesagt, einmal Saft einstreichen, es darf gut nass sein. Mein WD-40 ist super flüchtig, was das angeht. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen drüber sprühe, dann ist es eigentlich schon überall. Damit habe ich, also mit dem Spritzer habe ich schon die halbe Werkstatt getränkt. Und so muss das dann im Endeffekt ausschauen. Einmal gucken, wenn man so ein bisschen gegen das Licht hält und ihr seht das jetzt vielleicht in der Kamera auch, dann sieht man auch, wo es überall benetzt ist, wo vielleicht noch was fehlt. Wie gesagt, das hier ist jetzt die Innenseite, die Außenseite kann ich natürlich auch mit besprühen. Dann dreckelt es nicht so umeinander, beziehungsweise ich kann es schön sauber machen. Und innen ist aber natürlich die wichtigere Seite. So, auch die Seitenteile. Und das mache ich jetzt einmal mit allen Formen einfach mal schnell im Schnelldurchgang. Soweit so gut. Das ging relativ zügig. Hat mich jetzt mit Gelaber natürlich ungefähr eine Viertelstunde gekostet. Kein Thema. Ich habe jetzt natürlich nur von jedem eine Form. Das heißt, ich kann nicht schnell mal einen Batzen von diesen Teilen herknallen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, holt euch ein Set. Das gibt es alles im 5er-Set. Ich glaube, da sind dann einmal schräg und... Oh, da ist noch nicht ganz zusammen, oder? Doch, passt. Irgendwie. Einmal schräg, viermal gerade oder sowas mit drin und hier auch.
oder hier fünf Klötze, da könnt ihr halt fünf in einem Rutsch gießen. Und dieser Ruckzuckbeton ist relativ schnell, zwar, dass er anzieht, aber zum Austrocknen dauert es dann länger. Das heißt, wenn ihr denn jetzt sagt, okay, ich mache jetzt da 2 Stunden zum Beispiel nur und ihr holt es raus, dann kann es sein, dass einfach solche Nasen oder so Feinheiten ein bisschen abbrechen, weil der ist wahnsinnig grieselig. Ich zeige euch das gerade mal hier hinten, habe ich das glaube ich irgendwo, nee, der ist gut geworden, da habe ich länger gewartet, einer der ersten, dass dann solche Ausrisse hier passieren, wie hier. Da ist einfach das Material noch so, ja, das ist wie nasser Sand. Also es hält schon, aber es ist wie nasser Sand. Das heißt, wenn ich an so Kanten hinkomme oder auch hier an diese Spitzen und da schepper da jetzt irgendwie beim Zusammenstellen blöd dagegen, dann bricht es gleich ab. Ja, es ist also noch nicht komplett durchgehärtet. Das kommt dann erst. Deswegen, ich mache meine im Endeffekt immer am Abend, lasst über Nacht trocknen. Und wenn ihr jetzt gerade die Zeit habt oder die Möglichkeit habt, könnt ihr natürlich dann in der Früh eingießen, am Abend wieder öffnen und nochmal eingießen, über Nacht trocknen, dann habt ihr sozusagen 2 Sätze pro Tag. Und wenn ich eben so ein 5er-Set habe, dann kann ich technisch gesehen 10 solche Dinger herstellen am Tag. Und dann geht auch was vorwärts. Das mache ich in der Woche, dann habe ich echt eine Kiste voll. Ja? Und das ist nicht zu unterschätzen, was da auch Material reingeht in das Zeug. Also, wir haben das hier, ich habe alles schön mit WD-40 eingeschmotzt. Wichtig ist, dass die Gummis außenrum sind, dass das, der Beton ist ja schwer und drückt das Ganze natürlich auseinander. Ist sonst überall natürlich beim normalen Betonieren nichts anderes wie jetzt hier. Und also schön, hier mache ich die Gummis eher weiter oben hin, denn hier unten habe ich einen Rahmen drumherum. Hier gehe ich immer nochmal rein und drücke das ein bisschen nach außen. Das macht zwar der Beton nachher auch, aber so habe ich, lässt sich es besser einfüllen. Und dann gehe ich jetzt im Endeffekt vor. Also wie gesagt, die Gummis außenrum ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass das alles sauber zusammengesteckt ist, dass alles eben benetzt ist. Und dann habe ich eine Rüttelplatte in dem Fall. Die mache ich jetzt auch ein bisschen noch mit WD-40 voll, sonst klebt nachher der Beton so extrem hin und ich bin nur am Saubermachen von dieser Platte. Denn ihr müsst ein bisschen die Blasen rausrütteln. Ihr könnt dann natürlich auch einfach gegenklopfen. Es gibt auch bei Amazon ganz tolle Betonrüttler im Massagebereich. Wunderbar funktionieren die. Schaut einfach mal nach einem günstigen. Damit einfach von der Seite hinhalten. Dann scheppert das die Luft raus. Alles super. Ja, funktioniert also genauso. Ich habe hier so eine Rüttelplatte, weil ich doch immer wieder solche Sachen mache und auch wenn ich meine Reifen gieße zum Beispiel, brauche ich das auch, dass das einfach kommt, auch wenn man irgendwas mit Resin macht und so. Ist das immer ganz praktisch, da kann man das da rausrütteln. Also, die hier läuft über das Netzteil hier, über das Mobile und scheppert im Endeffekt einfach nur ein bisschen. Der Vorteil hier ist, dass durch die Rüttelplatte natürlich das Material auch gleich dorthin fließt, wo es hin soll. Denn wir haben jetzt gerade bei der Schräge zum Beispiel das so, dass das ja in einen Hohlraum rein fließen muss. Ja? Und das macht das ganz wunderbar. Aber wie gesagt, es gibt auch so mobile Massagedinger. Ihr könnt auch, keine Ahnung, Fußmassagegerät nehmen und das Ding da drauf stellen. Hauptsache, es rüttelt und bewegt sich, damit die Luftblasen nach oben steigen und der Beton einfach schön überall in die Ecken läuft. So einfach ist das. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch einfach dagegen klopfen oder, keine Ahnung, auf dem Tisch rumhoppen. Geht alles. Und jetzt machen wir den Beton an. Und hier mache ich es jetzt immer so, ich fange mit dem an, wo ich am meisten Fluss brauche. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel diese Form, das ist eine von den Ecken, die wird hier nach unten hin hohl. Und deswegen muss da der Beton da hinten reinlaufen. Das ist also eine meiner ersten. Dann habe ich eine... Da muss der Beton noch flüssiger sein. Ich muss natürlich auch dazu sagen, warum fange ich mit der an? Gell? Hier ist genau das gleiche, das ist die andere Schräge. Das heißt, hier muss es weiter reinlaufen. Und am Anfang ist er, solange er noch nicht voll angezogen hat, natürlich flüssiger und fließt einfach viel schöner in die Formen rein. Das heißt, das ist meine zweite. Dann mache ich hier die 2 dünnen, weil auch hier ist es so, durch dieses dünne, durch diesen dünnen Aufbau muss einfach ein bisschen besser reinfließen. Dann werde ich mir diesen Kameraden hier schnappen. Da fließt es auch nach unten hin. Und als allerletztes mache ich tatsächlich immer die hier, weil da kann ich auch nochmal nachfüllen. Da brauche ich einfach nur mit der groben Kelle, haue ich da den Rest rein, weil die einfach am einfachsten zu gießen sind. Ja? Da brauche ich auf nichts aufpassen. Die rüttel ich ein bisschen und dann ist alles gut. Ja? So, jetzt mischen wir erstmal den Beton an. Schauen wir mal. Vielleicht kennt ihr das.
ein Schluck Wasser ist dann zu wenig und wenn du nochmal einen kleinen Schluck Wasser drauf tust, dann ist es viel zu nass. Das ist so Paradedisziplin hier. Ich kann es wunderbar. Jetzt ist es nämlich noch zu grieselig und zu trocken. Klar, ich kann es ja nur ein bisschen stehen lassen, dann zieht es noch durch. Aber so. Jetzt kann es sein, dass ich jetzt die komplette Suppe habe, weil ich da 3 Tropfen Wasser mehr drin habe. Das ist eine Kunst, finde ich. Aber es gibt Schlimmeres. Turnieren, glaube ich, geht das noch. Ich fand das am schlimmsten Anrühren von Fliesenkleber. Das ist auch so. So eine Katastrophe. Aber den muss der, glaube ich, auch noch ziehen lassen und so. Also, ja. Alles nicht meins. Alles nicht meins. So. Um das gleich mal vorne wegzunehmen, falls die Frage kommt. Also, A, diese Formen sind aus PLA und halten keinen Backofen aus und auch keinen Föhn. Variante B ist, der Beton härtet nicht schneller aus, wenn ihr den warm macht. Also wenn es warm ist, dann trocknet zwar das Wasser schneller aus, dann kriegt er aber Risse. Also als wir gebaut haben, haben wir tatsächlich alles, was betoniert wurde, bewässern müssen, damit eben das nicht zu schnell trocknet. Deswegen würde ich jetzt mal aus dem Stegreif nicht empfehlen, das Ganze hier in den Backofen zu stellen. Also wie gesagt, die Form macht es nicht mit und auch der Beton wird euch das reuen. Tut das nicht, deswegen seid ihr nicht schneller. Ohne jetzt oder in der Hoffnung nichts Falsches zu sagen, Beton härtet ja auch chemisch aus. Das heißt, ich kann ja auch unter Wasser betonieren. Deswegen, ja, macht es keinen Sinn normal. Schauen wir mal. So. Legen wir mal los. Mal wieder nicht, wann meine Kamera wieder mal den Dienst versagt hat, aber wir machen jetzt hier mal aus, damit ihr mich besser verstehen könnt. Also ich habe jetzt alle gegossen. Ich habe ja noch mal Beton nachholen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch mitgekriegt habt, aber soweit alles gut. Also wir haben jetzt hier diese 1, 2, 3, 6 Stück, diese 6 Förmchen gegossen und ja, im Großen und Ganzen bleibt das jetzt so stehen über Nacht und dann werde ich sie morgen aufmachen. Ich schaue mal, dass ich euch dann das Ergebnis dann direkt mit präsentieren kann, wenn wir sie gemeinsam öffnen. Und ansonsten mache ich natürlich jetzt gleich hier alles nochmal sauber. Denn solange das ganze Zeug nass ist, funktioniert das hervorragend. Wenn ich dann morgen natürlich mit dem Putzen anfange, ist natürlich Quatsch. Ja. Also, ihr habt gesehen, mit der Rüttelplatte, das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, ihr könnt auch was anderes nehmen. Hauptsache, ihr bringt so ein bisschen die Luft raus und das fließt einfach schön in die Formen rein. Das ist das Wichtigste und dann kriegt ihr auch ein schönes Bild. Ich habe übrigens den nicht ausgesiebt, also die Steine sind nach wie vor mit drin. Habe ich aber momentan, wie ihr seht, ja keine Probleme mit. Wenn der Sack so ist, dass sich die Steine irgendwo abgesetzt haben, also oben dementsprechend durchs Bewegen und etc., dann kann man natürlich auch sagen, okay, jetzt kommt eine Schicht, wo echt viel grober Kies drin ist, dann siebt die ab. Ja? Ansonsten, wie gesagt, ich mache jetzt hier sauber und dann sehen wir uns beim Öffnen wieder. Da sind wir wieder, einen Tag später und ich hoffe, die sind jetzt soweit ausgetrocknet. Jetzt schauen wir einfach mal, das ist der Rest, den ich da nebenhin gebastelt habe. Der geht wunderbar weg von der Pappe, deswegen mache ich das immer so. Und dann tun wir das ganze Zeug mal ein bisschen zur Seite stellen. Dann geht es aus dem Bild raus zumindest. Und dann machen wir es mal auf. Und was jetzt relativ cool ist,
ist eigentlich das, wenn man jetzt hier so eine Spachtel nimmt oder irgendwas, dann kann man jetzt, weil es doch noch recht rieselig ist, wir können natürlich auch ein bisschen Schleifpapier nehmen oder irgendwie, was ihr da halt habt. Oder so eine Raspel aus dem Trockenbau. Müsste mit Sicherheit auch gut gehen. So, und ihr seht, jetzt beim Drüberfahren gehen die Dinger schon eigentlich auf. Jetzt nehme ich hier einmal den Boden weg. Und ihr seht, hier ist jetzt eben, wie gesagt, nochmal so ein bisschen Patina dran. Da brauchst du gar nicht viel sauber machen. Nachher einmal mit dem Schraubenzieher einmal so ein bisschen die Kanten, damit das nachher wieder alles schön zum Reinstecken ist. Aber das geht einwandfrei so. Die geht eigentlich quasi von alleine ab. Und ja, so schaut dieser Stein aus. Und jetzt seht ihr das, was ich gemeint habe. Der ist fest, keine Frage, aber es ist halt noch sehr, hier ist zum Beispiel so eine Nase dran, so grieselig. Ja, das ist also, ja, noch ein bisschen wie nasser Sand einfach. Das heißt, wenn ich jetzt hier recht rumgewalte oder nicht aufpasse und den jetzt einfach hier irgendwo in so eine Kiste reindonner, dann werden mir die Ecken brechen. Ja, und das wäre dann schade. Machen wir gleich den nächsten auf und bei denen, deswegen wollte ich euch das zeigen, wie man das am besten aufmacht. Ich habe ja schon ein bisschen was, ich habe auch schon ein paar Formen zerstört am Anfang, bis ich den Dreh raus hatte. Also auch hier gehe ich jetzt einmal oben drüber und mache jetzt hier die Oberfläche ein bisschen schöner. Ich meine, es ist Betonguss, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie super filigran fein das sein soll. Aber hier. So. Ich gehe da einfach ein bisschen drüber. Mache hier so die Kanten ein bisschen sauber. Dann flutscht das nachher auch ganz wunderbar raus. Und jetzt da muss ja als allererstes der Boden weg. Denn so aufmachen geht noch nicht. Und das geht am einfachsten. Ihr nehmt euch jetzt hier einen Schraubenzieher oder irgendwas. Und jetzt wisst ihr ja, ungefähr hier und hier sind die Füße für die Gabelstaplergabeln. Und da setze ich das jetzt an. Einfach. Und klopfe ein bisschen von hinten drauf. Dann gehe ich hier einfach von vorne nach hinten einmal so ein bisschen lang. Das ist offen. So, gleich mache ich auch nochmal. Und dann geht das durch das leichte kleine Klopfen, geht das wunderbar raus. Und durch das, dass wir ja schön Trennmittel drauf hatten, ist das wunderbar. Das ist jetzt der untere Teil. Ich zeige euch mal, wie genial das in der Form ausschaut. Also ich finde das bombastisch. Seht ihr das? Das ist richtig, richtig geil. Ja, und dann machen wir einfach noch links und rechts auf. Kann man hier auch ein bisschen aufdrehen. Also mit der Zeit habt ihr das raus. Dann geht das ganz locker, flockig. Und dann haben wir hier diesen wunderschönen Klotz. Und wie gesagt, wenn ihr so ein Set kauft, dann habt ihr halt gleich die Möglichkeit, hier 5 Stück an einer Tour zu machen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn mit einem Klotz, mein, das ist so. Also, wenn du natürlich dieses Set hast, dann ist das auch okay, weil dann machst du auch so einen Eimer Beton weg, gell? Das habt ihr ja gesehen. Aber wenn du halt jetzt nur diese Geraden zum Beispiel machen möchtest und dann hast du eine Form, dann bist du halt beschäftigt. Ja, das ist halt einfach so. Solange die zusammengebaut ist, lässt sich die Form auch schön sauber machen. Ist ja einfach ein massiver Block. Und das ist jetzt noch ein alter Boden, der hat noch die geraden Auslässe. Den gibt es so nicht mehr. Das ist einer von der ersten Generation. Denn wenn man hier ein bisschen rumgewaltet, dann hatte der das Problem, dass oft das mit den Füßen nicht so funktioniert hat. Entweder ausgefranst oder die Bodenplatte hast du irgendwie angeschrammt. Ihr seht das hier, das ist auch einer der ersten, der hat ja auch noch eckige Einlässe oder eckige Löcher unten drin. Neu sind sie angeschrägt. Ist auch mit der Stapler natürlich ein bisschen angenehmer, weil wenn ich ein bisschen nicht ganz mittig bin, dann zentriert er sich einfach. Dann fährt er einfach die Schräge dann hoch. Ja. Also hier mache ich genau das Gleiche. Das ganze Ding schon offen. Wie gesagt, hier ist ein bisschen zäher, aber überhaupt kein Thema. Wie gesagt, das sind noch die eckigen, die gibt es so nicht mehr. Das ist noch die
erste Generation von denen, die ich hier habe. Und die neuen sind also auch wesentlich besser und geschmeidiger. Geht einwandfrei raus. Schön. Das freut mich. Und die sind echt, also die haben ein Gewicht, also die stehen dann auch richtig gut. Deswegen finde ich super. Ich mache jetzt die drei auch noch gleich auf. Und dann haben wir das Ganze eigentlich auch schon soweit.